Ich würde die Leute alle gerne mal die Taschen leer räumen. Gucken, was die so haben. So, ich meine, ich war hier schon mal drin. Das sieht so cool aus, dass die beiden immer dabei sind jetzt, ne? Das ist so cool. Denkst du, es ist wie mein kleines Haustier hier. Meli, wir suchen, wen suchen wir? Wir suchen, da, nee, wir suchen Idje, da, der läuft da vor uns rum. Oder was? You don't look nee. So tough. Mal fought off a hobgoblin all by herself. You're not supposed to da be ist er. Here. Da ist er, hier, komm her. Mol. Mol, warte mal eben, Mol, ich muss mal eben kurz was ändern hier. Und zwar den Silberanhänger nehmen. Und den Ring mit Charisma rausnehmen. Genau. Charisma ist jetzt wichtig. Little slow on the uptake, aren't you? Any reason you're still here? Was willst du denn, was ich von ihm mache? Was soll das? Was soll der Quatsch? Quest. Danny legt eine Luke frei und öffnet sie. Der Drachenrott scheint sich weiter unter uns zu finden. Donny ist irgendwo verschwunden. Wir müssen einen anderen Weg zu Moll finden, oder? Vielleicht kehrt Donny irgendwann zurück. Seltsam. Little slow. I told you to leave. What happens next is your. Wir werden uns nicht so bald mit Moll unterhalten. Jetzt auch. Wahrscheinlich habe ich irgendwas gemacht, was dafür gesorgt hat, dass diese Geschichte vorzeitig beendet ist. Was auch immer. Wir müssen ja nicht alles schaffen. Damit ist das auch abgehandelt. Und die Sache ist mehr oder weniger geklärt. Danke, dass du mir die Tür gezeigt hast. His eyes flicker to yours for an instant, then away, as if it hurts to look at you. Okay. Mantis war ein Dieb. Das hätten wir erledigt. Dann geht's jetzt mal zur Lieferung. Schade, dass ich nicht mit Rechtsklick oder so hier eine Route angeben kann. Das wäre doch mal nicht schlecht, oder? Dann hätten wir noch den Typen. Falsche Richtung. Der wollte von uns ja eine Antwort haben, ob wir jetzt, ob wir denen jetzt helfen oder was weiß ich. Ob wir alles kalt machen hier. Ich glaube, die wollte ich noch nicht beantworten, die Frage. Wie sieht denn mein Wert aktuell aus in dem Bereich hier? Fingerfertigkeit 9 und 7, ja, okay. Astarion ist natürlich noch besser, weil der ist ein richtiger Dieb. Aber wir sind auch schon nicht schlecht. Wir sind auch schon nicht schlecht. Denn wir werden das erste Mal jetzt den Leuten die Taschen leeren. Just for fun. Bestimmt Lohn. These boots have seen everything. The
looking ahead. Don't want to draw any attention. Bad for one's back, this. Schatten überall. Nebel, so ein Mist. Oh nein, ein Nebel. Wie konnte das denn passieren? Oh nein. Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Da hat er ihm die Handschuhe geklaut. So ein Unglück aber auch. Wir müssen hier schnell rausgehen und gucken, was wir erbeutet haben. Ein paar wunderbare Handschuhe des Höllenschreiters. Wenn du eine andere Kreatur heilst, erhält sie Resistenzen gegen Wucht, Stich, Hiebschaden. Was? Cool. Ist hier stark. Was ist hier stark? Was hast du aktuell? Wenn der Trigger eine vergiftete Kreatur heilt, ist sie nicht mehr vergiftet. Ja, ist auch cool. Auch cool. Warte mal. Ich heile die auch hiermit, ne? Und dann in Kombination mit dieser Geschichte hier. Wobei, eigentlich bist du der große Heiler. Das solltest du auch eigentlich bleiben. Dann solltest eher müsste ich dann ihm die Sachen geben. Also so tauschen. Dann ist sie auf jeden Fall, bleibt sie der Heiler. Jetzt ist die Frage, wenn der Trigger eine vergiftete Kreatur heilt, ist sie nicht mehr vergiftet. Natürlich auch cool. Wobei das hier auch sehr stark ist. Erhält sie Resistenzen. Das ist natürlich stark, ne? Sehr stark, auf jeden Fall. Das hat sich doch schon gelohnt. So, dann gehen wir hier rein. Na? Fragst du dich, was gerade passiert ist? Oder hat sich das schon erledigt? Ne, sieht aus, als hätte ich das erledigt. One day I'll catch a break. Super. Lalalalala, dann tun wir mal so, als wäre gar nichts gewesen und sprechen nochmal mit. Our time grows short. If Korga won't abandon her madness, then we'll have to try the road. Goblins or no. Ihr werdet doch sicher mit ein paar Goblins fertig. So war das. Ne, so das war's. Ich wurde gebeten, euch hier wegzubringen. Ich will über etwas anderes sprechen. What is it? Was führt eure Leute hier in der Wildnis? Warum hat Heisen die Abenteurer begleitet? We are refugees from Elturel. We took shelter here after gnolls and goblins attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. Gods! These are those tiefs! Their whole city was dragged into Avernus for a while. Zariel was delighted. When they made it back out, I hoped they got their happy ending. Wenn eure Leute das überlebt haben, überleben sie alles. Sind Tieflinge überhaupt irgendwo willkommen? Vielleicht hättet ihr in den Höllen bleiben sollen. So I hoped. But we've lost so many already. And more will die. Ja, ich kümmere mich auch um die Goblins als nächstes, ne? Warum hat Halsin die Abenteurer begleitet? Some artifact Aradin was hunting. I don't know any more than that, and I don't want to. This grove is poorer for losing Halsin, but I have my own people's concerns to look to. Okay, alles klar. Gut. So, also, los geht's. Let's see what this does. I hardly need a bodyguard, Tilsis. This
is a nightmare. So, wir haben ja was Feines gefunden. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns um das nächste kümmern. Dann kümmern wir uns um den Sumpf und dann springen wir hier rechts rüber. Erst einmal eben die Karawane. Da wird wohl kein schwerer Gegner auf uns warten. Und wer auch immer da auf uns wartet, wird dies bitte bereuen. Achso, was mache ich denn? Ich kann doch den schnellsten Weg wählen. Der schnellste Weg führt hierhin. Da sind wir schon wieder in dem Dorf. Meine Fresse, dieses Dorf, ne? So, wir müssen jetzt nach Norden. Das ist der richtige Weg. Jetzt geht's endlich weiter. Ja. Los geht's, Ladies and Gentlemen. Wir haben coole Gesellschaft. Und jetzt an. Da waren die Hyänen und so weiter, die haben wir alle geschlachtet. Hier war das Mühlchen. Sehr gut. Hopskidi. From this distance between Elturel and Baldur's Gate, I'd say a long way away. That will make getting word to my mother rather tricky. No matter. What she doesn't know can't hurt her. Not at this distance anyway. Genau, hier war alles gemetzelt. Jetzt geht's darum, den Rest hier klar zu machen. Oh, da sind die Gityaki. Ist auch noch so spannend. Das wollte ich mir eigentlich auch noch aufheben. Let's have a look. Wenn wir uns recht erinnern, sind direkt zum Anfang diejenigen, die als Gityaki bezeichnet werden, Drachenreiter gewesen. Und demzufolge dürften die echt was auf dem Kasten haben. Symbol in the blood. What does it mean? So, hier haben wir stinknormale Gnolls. Level 4 sogar. Level 5 Kriegsherr-Gnoll. Level. Was? Steigern die mit meinen Dings? Steigern deren Level mit meinem Level? Maybe I should stay crouched forever. Don't be shy. Shadow lag. Ja, ihr werdet ordentlich bluten, würde ich sagen. Best step softly. Erlaube ich mir mal das Urteil. Wir haben auf jeden Fall nicht viel Lebensenergie, diesen Ravenschnell gekillt. Das ist schon mal cool. Das wird schon mal leicht.
Ready. Unseen. Does this count as adventuring? Get me up, would you? Best think ahead, or I'm lost. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Oh, du warst nicht mehr getarnt. Ja, das ist der Fehler, wenn das macht man den Fehler hier. Eine Runde, ja, das Taktikproblem ist halt, dass der Spell dann nicht mehr zur Verfügung steht, wenn ich das so mache. Wie sieht's mit dir aus? Bedroht etc. so und so? Dann sollten wir dir vielleicht nochmal Angst einjagen, was cool wäre. Aber ich könnte hier auch drei gleichzeitig erwischen, wenn ich Glück habe. Das heißt, ich mache das zuerst. Leuchtwolke wird euch alle killen. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Well, so much for peace. I speak, they burn. Überrascht. Tot. Die Dolchwolke ist tödlich. Die mega krasse Dolchwolke, ey. Du bist noch immer überrascht, das heißt, du kannst nächste Runde nichts machen. Dementsprechend könnte ich dir zum Beispiel irgendwas reindrücken. Wie zum Beispiel das hier. Da kriegt er noch das. Mal sehen, wie sich das auswirkt. Das hier angegeben noch. Er hat einen coolen Look, ne? Oh, er hat eine Peitsche hier. Er treibt die anderen an. Hm?
Mal sehen, das steht doch hier bestimmt darauf dabei. Schneidende Worte. Das Ziel erhält einen Malus von bei Angriffswürfen, Attributswürfen oder bewegten Schaden. Sehr schön. Aber du kannst eigentlich bleiben, wo du bist. Ja, du bist ein bisschen sauer, aber das wird dich nicht retten, ne? Das wird dich nicht retten. Blutdurst. Kreaturen in der Nähe mit dem Merkmal Randale können einen Bissangriff als Bonusaktion durchführen. Aha, interessant. Du bist überrascht. Ach, du bist überrascht. Kochender Zorn. Doch nicht so überrascht, wie ich dachte, ha? Huh? Genug Bewegungspunkte stehen zur Verfügung? Wieso denn? Was soll der Quatsch? Das ist doch ein Fernangriff. Dann machen wir vielleicht was anderes noch, ne? Wir könnten natürlich die Angst einjagen. Das ist auf jeden Fall praktisch. Vielleicht funktioniert aber auch dafür, dass ich den legen kann. 40%ige Chance, dass er liegt. Die Chance finde ich gar nicht mal so schlecht. Wobei Angst dafür sorgt, dass er weder sich bewegen noch reagieren kann, meine ich. Ergo. Verängstigen wir ihn erstmal. Lebensenergie, dann kriegst du das hier, davon müssen es 4 sein. Jo, sind es. Bang. Ah, das sieht doch schon gut aus. So, der Junge da als nächstes dran. 18 Lebensenergie, den könnten wir doch eventuell sogar direkt mit einem Schlag wegputzen. Der ist gleich noch dran. Das könnte ich noch schaffen. Na, sieht eng aus. Sieht eng aus. Ja, gib ihm richtig. Naja, so viel richtig war es jetzt auch nicht. Aber er ist fast down. Er ist fast down. Das sieht schon sehr gut aus. Ach, hier haben wir auch noch schwache Segnung. Eigentlich brauche ich das dann nicht bei Haldir. Die Axt ist auch noch... Ne, die... Warte mal, er ist da hinten als erstes dran. Hm, was machen wir denn mit dir? Bis hinten kommst du nicht hin. Zauber hast du noch genug. Den wirst du wahrscheinlich nicht down kriegen. Wir können es ja mal versuchen, trotz alledem. Der Damage, gib ihm. Ah, kritischer Treffer. Das hat die gebraten. Sehr nice. Fuck yes. Er überlebt. Verängstigt. Da ist er weg. Einer von denen. Ich hoffe, ich kann die wieder beschwören. Sonst wäre das wirklich zu schade. Sonst wäre es doch echt zu schade, wenn ich den nicht wieder beschwören könnte. So, den stellen wir erstmal still. Dann kann er nichts mehr machen. Dann ist er wie besiegt. Haha, der kleine Gnom wird ihm jetzt den Rest geben. Ah, shit. Oh, shit. Das ist ein Fehlschlag. Bringt ihn in Sicherheit. Allow me to demonstrate.
Wir gehen auf Nummer sicher, würde ich sagen. Dann sind wir den auf jeden Fall los. Der lacht sich kaputt. Na gut, sie ist ja nicht so gut für geeignet. Sie hat ordentlich Schaden kassiert, muss ich gerade feststellen. Dadurch müsste sie aber eigentlich ein paar Boni haben, ne? Zorn. Adrenalin kreist in deinen Adern. Du hast einen Bonus von plus 1 auf Schaden durch Nahkampfangriffe. Wucht. Ein Gefühl der Dringlichkeit sorgt für Ansporn. Die Bewegungsrate der betroffenen Kreatur ist für die restliche Dauer des Effekts um 1,5 Meter erhöht. Endet bei den Zuständen Festigkeit, Kampffähigkeit und liegend. Und du hast noch Segen ein paar Runden. Als einzige. Rasender Hieb ist eine Bonusattacke. Rücksichtsloser Angriff. Need to learn the hard way. I'm heating up. Bonusaktion kostet mich aber einen Zauberplatz. Ja, brauchen wir eigentlich nicht mehr benutzen. Der ist so gut wie down. Und für Lebensenergie noch erreicht ein normaler Schuss. So, und damit hätten wir es geschafft. Oh, I could go for a good meal. By the gods, you're a sweet sight. Are any of my crew still alive out there? Sind da draußen noch welche von unserem Leben? Nee, kein schöner Anblick. Ich habe nur Blut und Gedärme gesehen. This whole journey's been one grim sight after another. Gnolls, goblins, drow. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. Ja, so ist das. These boots have seen everything. Seek and you shall find me, step by step. Can't afford to stay idle. I must keep going. Massen heilendes Wort. Wirkt nicht auf Untote, Reichweite alle. Sehr praktisch. Lange Rast. Halt aber auf jeden Fall ein bisschen. Und das ist eine Bonusaktion, die kostet mich auch nichts. Dank des Rings. Sehr cool. Und da könnte ich nochmal alle heilen. Wobei nur das Dings hier der Damage gekriegt hat. Tada, noch ein bisschen Lebensenergie. Ja, sie hat halt ordentlich Pain gekriegt, muss ich leider zugeben. Muss ich leider sagen. Ungünstig eigentlich, dass sie so viel Schaden bekommt. Eltugard ist weit weg von hier. Wo wollt ihr denn hin? Ich bleibe auch freundlich, wenn ihr all eure Sachen rausrückt, lol. We're bound for Baldur's Gate. Got some cargo to deliver. But we've a stop to make along the way. Und wo? Ich sollte mitkommen, damit ihr nicht wieder überfallen werdet. Was transportiert ihr denn? Trinkets for some rich tosser in Baldur's Gate. He gets his shiny baubles. We get a handful of Tyrants. Bade einschüchtern. Die Fracht her damit, sonst wehe. Mit diesem Plunder sind viele gestorben. Rich men place more value on wine and fine clothes than on the lives of folks like me. It's a pretty bit of frippery that'll sit on a mantle gathering dust. But the pay for delivering it makes the risk worthwhile. So. Die Fracht her damit, sonst wehe Bade. Wieso kann ich Badengeschichte machen? Ach, Barbar. Oh Mann, Barbar. Sehr witzig. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only.
Tell the fellow on the door. Little Serpent, Long Shadow. He'll take good care of you. Well, lad. Let's get going. It's our lucky day after all. I don't feel lucky. The rest of our crew's half digested, and you're still alive. That's lucky. Oh, wish I had a bag of holding. At the ready. Hmm. I'll be glad when we're out of this bloody cave. Er stirbt ja gleich in den Flammen. Ich lach mich tot. Rasche Antwort. Zertrümmender Flegel. Gedankenschirm der Parasitexemplar. Davon hatten wir schon mal eins. Hey, Soldier. So, ich glaube, wir haben alle leergeräumt. Das Einzige, was noch überbleibt, was ich leerräumen muss, ist die Karawane, ne? Should mind my step. I'll be glad to see the back of this. Brought nothing but rotten luck since we left Eltergard. Just out of view.